Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal geht's um Strings. Hört sich erstmal falsch an, aber was kann man sich darunter vorstellen? Es sind sozusagen Zeichenketten, also eine Liste von irgendwelchen Zeichen, die ihr da reinschreiben könnt. Also stellt es euch vielleicht als Satz oder einfach nur als Wort vor. Genau. Und die kann man relativ einfach verwenden. Die sind auch sozusagen Variablen und man gibt einfach ein Anführungszeichen ein. Und dann, was man gerne haben möchte, sagen wir mal, ups, Hi Welt. Nicht immer Hallo Welt, das wird langweilig. Und man schließt dieses Anführungszeichen wieder. Achte darauf, dass ich hier dieses Anführungszeichen links neben dem Enter und über der Großschreibtaste über der rechten genommen habe und nicht diesen Akzent neben dem Backspace. Das wissen tatsächlich viele nicht. Also viele von meinen Kollegen machen immer noch ihre, okay, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber sie haben früher auf jeden Fall mit ihrem Akzent gearbeitet. Statt mit diesem Anführungszeichen. Aber gut, ja, genau. Und wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann kommt das auch tatsächlich wieder ausgegeben, wie wir es von den variablen Zahlen aus dem letzten Video schon gewohnt waren. Jetzt kann man natürlich genau dasselbe machen wie das letzte Mal. Man kann diesen Text einfach einer Variable zuweisen. Also zum Beispiel, wie geht's dir? So, jetzt muss ich gerade noch kurz was rausnehmen, und zwar das hier, das will ich euch gleich zeigen und nicht jetzt schon. Also wir weisen jetzt diese Zeichenkette, die übrigens auch nur aus einem Wort bestehen kann, das könnt ihr euch völlig aussuchen, weisen wir dieser Variablen v zu, weil v Variable und so. Genau, also ihr könnt dann Buchstaben oder auch mehrere Buchstaben nehmen. Ich kann hier auch einfach das hinschreiben, das ist auch eine Variable, aber die kann ich mir nicht merken, deswegen nehme ich einfach nur v. Genau, ja, und wenn ich den jetzt hier zuweise, dann kann ich darauf wieder zugreifen, indem ich genauso wie vorhin V eingebe. Allerdings kann ich jetzt hier logischerweise keine Operationen wie zum Beispiel plus minus mal geteilt darauf anwenden, ja. Aber das wollen wir auch gar nicht, weil es eine Zeichenkette ist. So, jetzt zurück zu unserem eigentlichen Problem. Übrigens, mit Pfeil nach oben kommt man auf die Befehle, die man schon eingegeben hat. Das geht ein bisschen schneller, als das Ganze jedes Mal neu zu tippen. Wir wollen hier wiederum ja, dieses eine Zeichen hier nehmen. Und das Problem ist jetzt, wenn ich das eingebe, dann habe ich natürlich hier einen Syntaxfehler. Also hier steht, wir hatten es im letzten Video, ein Fehler sieht so aus: Syntax Error Invalid Syntax. Und dann zeigt es mir sogar genau an, was passiert ist. Dieses S hier soll nicht stimmen. Ja, aber das S, was ist denn daran falsch? Das Problem ist, dass unser String, also unsere Zeichenkette, von diesem Anführungszeichen hier links vor dem W geht bis hinter dem T. Und dann habe ich ja hier dasselbe Zeichen zum Beenden wieder genommen. Und das heißt, hier haben wir nichts, was wir hier irgendwie benutzen können. Also hier steht einfach nur ein S ohne irgendwie Zusammenhang. Das gibt logischerweise einen Fehler. Das bedeutet, wir müssen hier dieses Anführungszeichen tatsächlich mit in den String reinnehmen. Und dafür gibt es sogenannte Maskierungszeichen. Ja, ein Maskierungszeichen ist relativ einfach, und zwar ist das einfach dieser Backslash. Und wenn ich das jetzt eingebe, dann hat es funktioniert. Und wenn ich jetzt dieses V wieder ausgeben möchte, dann kommt hier auch tatsächlich als Ausgabe, wie geht's dir? Aber in diesen doppelten Anführungszeichen. So, jetzt gibt es da natürlich noch die doppelten Anführungszeichen, die wir hier genutzt haben, können wir ja auch direkt hier oben verwenden. Warum haben wir denn das nicht gemacht? Naja, können wir schon machen. Funktioniert auch exakt gleich. Also wir kriegen, wenn wir hier wieder V eingeben, kriegen wir genau dasselbe Resultat wieder raus. Und jetzt haben wir den Vorteil, wir müssen das hier nicht mehr maskieren, wenn wir die Doppelten benutzen, sondern wir sagen ganz einfach, okay, wir nehmen hier außen die Doppelten, das heißt, unser String geht von doppeltes Anführungszeichen bis doppeltes Anführungszeichen, und in der Mitte das hier, das ist uns herzlich egal. Das heißt, wenn ich das hier wieder ausgebe, dann funktioniert das sogar tatsächlich. Funktioniert auch umgekehrt, wenn wir hier ein Doppeltes in der Mitte brauchen, irgendwie weil wir jemanden zitieren wollen oder sowas, dann können wir das auch machen. Also ich zeige es euch gerade kurz. Wir nehmen außen die einfachen Anführungszeichen und sagen, na, bla, sagte er. Und dann machen wir hier hinten das Ganze wieder zu mit einem einfachen Anführungszeichen. Und das hat funktioniert. So. Ja, das war es erstmal zum Erstellen von diesen Zeichenketten, Strings und so weiter. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich möchte euch dieses Video noch die Print-Funktion, die wir dann später im richtigen Skript benutzen werden, möchte ich euch noch ein bisschen näher bringen.
Und ja, die funktioniert relativ einfach. Wir nehmen oder wir schreiben einfach print rein und dann hier eine Klammer auf, eine Klammer zu und schon sind wir fertig. Also das wird einfach gar nichts ausgeben, weil wir hier nichts reingetan haben. Aber man kann hier natürlich jetzt einen ganz normalen String eingeben und irgendwas reinschreiben und dann wird es ausgegeben. So, und jetzt seht ihr, dass diese Anführungszeichen, die wir hier die ganze Zeit hatten, also hier diese doppelten und vorne und hinten und hier die einfachen Anführungszeichen, die werden hier nicht mehr angezeigt. Das ist eben diese Print-Funktion, die macht das Ganze noch ein bisschen leserlicher und man hat auch ein paar mehr Funktionen. Deswegen nutzt man eigentlich immer die, vor allem im Skript dann später. Genau, und ja, hier hat man, wie ich schon gesagt habe, noch ein paar mehr Funktionen. Und zwar kann ich hier auch einfach schreiben print v zunächst mal. Dann gibt es mir das ganz normal aus, wie wir es gewohnt sind. Jetzt kann ich aber auch so Sachen machen wie v gleich, wenn ich jetzt irgendeinen Pfad eingeben möchte, c ist die Festplatte, und dann sagen wir mal name, einfach ein Name, irgendein Name. So, jetzt haben wir ein Problem. Ja gut, ich habe erstmal hier die Anführungsstriche vergessen, was natürlich nicht so cool ist. Aber wir haben trotzdem ein Problem. Und zwar, wenn ich jetzt hier schreibe print v, was ist hier passiert? C Doppelpunkt und dann eine neue Zeile aim. Das Problem ist, dass Backslash ist dieses Maskierungszeichen, was ich euch schon erzählt habe. Und Backslash n bedeutet neue Zeile. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie print irgendwas, Backslash n, irgendwas. Ja, dann müsste ich natürlich erstmal das Ganze in den String packen, was ich schon wieder vergessen habe, was natürlich echt uncool ist. Wenn ich das so reinpacke, dann kriegen wir hier bei diesem Backslash n irgendwo in unserem String mittendrin, kriegen wir einfach eine neue Zeile. Und das müssen wir irgendwie maskieren. Das kann man maskieren, indem man einfach sagt, okay, wir nehmen hier für den Backslash, der ja selbst das Maskierungszeichen darstellt, nehmen wir einfach noch ein Maskierungszeichen, dann funktioniert das Ganze, oder aber wir nutzen diese Print-Funktion und schreiben ein R vorne dran und schreiben dann hier hinten dran unseren String Backslash N irgendwas. Dieses R stellt sozusagen ein Raw dar und ja, das Raw bedeutet einfach, es wird direkt ausgegeben, ohne dass man irgendwas dran verändert. Also ohne, dass irgendwelche Maskierungszeichen beachtet werden, sondern tatsächlich so, wie es da steht. So, das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich hier dieses R eingeben möchte für mein V, einfach ganz normal, dann wissen wir ja nicht, was ist denn jetzt RV bitte? RV könnte eine Variable sein, das darf ich durchaus machen, aber es könnte auch bedeuten R, also dieses Raw, und dann dieses V hinten dran. Und da haben wir das Problem dann, man kann diese Variablen eben nicht so formatieren, dass das eindeutig ist. Deswegen funktioniert dieses R vorne dran nur, wenn man tatsächlich hinten dran den String einsetzt. Gut, aber ja, das war's, glaube ich, auch schon wieder für dieses Video. Und nächstes Mal zeige ich euch dann, wie man doch Multiplikation und Addition für Strings benutzen kann. Aber es hat tatsächlich einen Sinn, also keine Sorge. Ja, und ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.